Hallo, meine Lieben. Heute ist was gekommen, oder nein, heute habe  ich was abgeholt vom Mediamarkt, worauf ich schon so lange warte. Und ja, ich wollte sie immer haben. Ich hatte Vorschläge gemacht, dass diese Box erscheint und dass man sich darum kümmert, dass vielleicht der eine oder das ein oder andere Label vielleicht mal doch Interesse zeigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich daran schuld bin, dass es passiert ist und dass es auf meinem Mist gewachsen ist. Um Gottes Willen, nein. Nein. Aber dass dieses. Ich habe schon Box gesagt. Oh, ich habe schon verraten. Aber naja, ihr wisst es ja. Auf jeden Fall ist dies ein Knaller. Und ich meine Knaller. Die Rede ist natürlich von der Hausbox von NSM Records. Vor, ich glaube, 2017 kam von Arrow das erste Mal überhaupt eine Kollektion raus. Natürlich nicht in Deutsch, aber klar, aber mit allen vier Teilen. Und da habe ich schon gedacht, wir hier mit unserer DVD-Kollektion, ja, okay, wir schauen mal wieder in die Röhre. Aber nein, nein, diesmal schauen wir nicht in die Röhre. Denn jetzt ist es soweit. 2023 ist das Jahr, wo auch House hier seinen Start hat. Ja, da ist es. Ein Moment. Hier ist sie in wahrer, voller Pracht. Ich werde das Ganze mal so ein bisschen drehen. Also das sieht hammergeil aus mit diesem Schriftzug hier drauf. Dann ist es halt so eingebunden. Wie ein Buch. Hier oben das Logo. NSM Records, also richtig schön dick eingestanzt. Und ja, hier hinten ist kein geringerer als Big Ben, der böse Big Ben aus dem ersten Teil drauf. Richtig geil. Und nun kommen wir natürlich zum Inhalt. Hier sind alle vier Teile in einem Schuber. Ja, ich weiß, jeder wird jetzt wieder sofort sagen, hier die Farbe. Ja, das. Weiß ich nicht wieso, weshalb, warum, soll aber auch mich nicht weiter jucken und es sieht einfach nur geil aus. Von oben gesehen ist es halt so. Es ist auch wirklich ein Wemser, muss ich schon sagen. Also sieht wirklich, wirklich, wirklich fett aus. Sehr wertig, muss ich sagen. Also man kann es nicht anders sagen. Und ja. Die einzelnen, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so rausbekomme. Ich versuche mal mein Glück. Ah, Moment. Ich will nichts kaputt machen. Doch, geht. Hier sind die einzelnen Blu-rays mit 4K, also Ultra HD. Hier wird alles bedient. Ultra HD, dann Blu-ray und noch als kleines Schmankerlchen und so ein kleiner. Ja, Appetit, ein Appetithäppchen hat man dann hier auf diese Teile dann noch die Retro-Fassung, also die Retro-Fassung bei außer Teil 4, der nicht. Ansonsten sind bei 2, 1, 2, 3 noch Retro-Fassung drauf auf DVD. Auch hier ist Teil 2. Ja, sieht auch schick aus. Also das Artwork gefällt mir auch richtig gut. Wirklich, wirklich gut. Jetzt noch Haus 3. Horrorhaus, diesmal jetzt auch total umgeschnitten und ich sag euch eins, ich habe mir das Bild angeguckt, das Bild ist bei allen Teilen super, vor allem bei diesen hier, weil ich hatte damals eine DVD, die auch ungeschnitten war, also Bootleg, es war eine Bootleg, okay, Asche auf mein Haupt, aber es war so und da hat man halt diese fehlenden Szenen so eingearbeitet, was ja nicht schlecht, außer die Qualität war auch recht gut, aber hier ist alles komplett, man hat hier einmal die Retro-Fassung, dann hat einmal die R-Rated-Fassung, das ist die amerikanische Fassung fürs Kino gewesen oder vielleicht bestimmte Kinos und dann nochmal die ganz ungeschnittene Unrated-Fassung in der Hauptqualität. Also besser geht's nimmer. Und jetzt noch Teil 4. Ja, wir gehen das Ganze auch nochmal um bei allen. So sieht das hinten aus. Dann halt Teil 3 von hinten einmal. Jetzt sind sie auch alle ab 16.
netterweise, war ja auch mehr als zu erwarten. Der hier sogar 12, das ist ja auch wirklich die Komödie vom Herrn. Und dann halt noch, piep piep, genau, bei mir piept's. Und dann noch einmal der erste Tag auch, 16. Ja. Und dann gab es natürlich noch dieses Buch, ein dicker Wälzer, ich lege das mal ein bisschen hier hoch, wo man noch ein bisschen schmökern drin kann. Wobei ich schon gehört habe in vielen Previews, dass das halt eigentlich nur eine Zusammenstellung von dem ist, was schon in den Mediabooks zu sehen ist und zu lesen ist. Und ja, okay. Vielleicht ist hier noch ein bisschen mehr noch mit bei. Aber man musste ja auch irgendwie das hier auffüllen. Das musste man ja noch reintun. Teil 5 gibt es nun mal leider nicht von Haus und dann, ja. Ne? Aber wie gesagt, es sieht immer schön aus, das Teil. Die Box ist wirklich sehr wertig. Hier mit dem Holz oben und unten. Das sieht ganz toll aus. Also NSM, nochmal vielen, vielen Dank für diese geile Kollektion. Und wie gesagt, wer sie noch nicht hat, sollte schauen, dass er sie bekommt, weil eigentlich ist sie nicht mehr zu bekommen. Und wenn, dann nur noch zu horrenden Preisen, denke ich jetzt mal. Also guckt, dass er sie vielleicht noch irgendwo auftritt. Also ich kann sie nur empfehlen und ich kann nur jedem Fan dieser Reihe sagen, die passt in... Das ist, die gehört in jede Sammlung, in wirklich jede. Ne? Also das ist so ein i-Tüpfelchen. Ne? Also das muss man da haben. Haus, wer Haus kennt und liebt, der kommt um diese Box nicht drumherum. Und deswegen sage ich jetzt auch mal Tschüss und vielleicht, wenn ihr sie habt, viel Spaß mit Haus. Bis dann, ciao.